Leute, es tut mir leid. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass ihr mein altes Intro vermisst. Deswegen gibt's für euch heute mein Intro nochmal. Yo Leute, was geht? Flakes hier. Heute werde ich mal wieder in Random Duos gehen. Nicht als No-Skin, nicht als Renegade Raider, sondern ganz normal mit diesem neuen Skin hier. Und ich weiß auch nicht, was heute so passieren wird. Ihr wisst ja, wenn man in Random Duos reingeht, trifft man irgendwelche random Personen und irgendwas Komisches passiert. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich nicht gehatet werde und ich hoffe, es wird eine gute Runde. Mal schauen, was passiert, Leute. Lasst auf ihre Like da unten ein Abo, wenn euch heute mein Intro gefallen hat und jetzt gehen wir einfach mal in eine Runde und hoffen, wir treffen den Deutschen. Let's go! Hallo? Ja, moin. Hallo? Hallo? Where are you from? I am from Somalia. Ah, nice, nice, nice. Can you speak English? No. Which Sprache? Deutsch. German? Yes, yes. Deutsch? German, ja, German, ja. Ah, okay, Deutschland. Also Deutsch. Nein, Spanisch. Okay. Alles gut bei dir? Kannst du jetzt Deutsch oder nicht? Ja. Ah, okay, cool. Wie geht's dir? Gut mit dir? Mir geht's schlecht. Schade, wieso? Ich bin ein No-Skin. Nein, du hast ja ein Skin. Ach so, stimmt. Wie alt bist du? Ich? Nee, du. Ich bin 14. Ach so, versteh schon. Seit welcher Season spielst du? Season 3. Wie jetzt? Welche Season? Also, ja, OG Chapter Season 1, 3. Season 3. Ja, OG Season 3. Holy moly, das ist sehr, sehr nice. Okay, jetzt ladet mich mein Freund Bananenpüree ein. Dein Freund lädt dich gerade ein? Ja, der heißt Bananenpüree. So. Bananenpüree? Ja. Verstehe schon, ich habe ein Geschenk für dich. Okay, was heißt? Ich habe gerade hier so bei einem Bot eine Pump gekauft, die kannst du gerne haben. Hier. Okay. Die ist Oha, cool. Danke. Sehr, sehr nice, oder? Dann hier bekommst du auch noch ein Mini, bam. Easy peasy und wir sind perfekt ausgerüstet, okay? Let's fucking go! Let's go! Dann würde ich sagen, was machen wir jetzt hier? Warum spielen wir überhaupt zusammen? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach Duos gesucht, weil ich nicht so viele Freunde habe. Ja, du hast doch gerade gesagt, ein Freund hat dich gerade eingeladen. Ja, schon, aber der ist 3 Jahre gefühlt und der ist komisch. Also dein Freund spielt Fortnite und ist 3 Jahre alt? Ja, also gefühlt schon. Und heißt Bananenpüree. Ja. Also das habe ich noch nie gehört, sowas. Ja, das sagen viele Leute. Das ja. Also, du bist 14 und hast 3-jährige Freunde. Verstehe ich das richtig? Also, 3, das ist glaube ich 7. Ja, 7 ist ja. Ach, 7 ist ja noch besser. Ja. Ah, okay, verstehe schon. Aber kennst du den in Real Life? Nee. Ja, wir waren mal in einer Random Teams Lobby und dann hat er mich auch gerettet. Oh, okay. Das heißt, du spielst oft Random Teams? Oder Random Squad? Ja. Random Wie gesagt, Duo. Ich habe ja nicht so viele Freunde. Aber warum nicht? Weil, keine Ahnung, ich... Halt nicht so viele Freunde. Ja, aber es muss doch an irgendwas liegen. Also gehst du nicht oft raus? Hast du keine Schulfreunde oder so? So, also in der Schule ist halt kritisch. So. Aber ich bin dir ehrlich, es ist heutzutage, also mit der heutigen Jugend, ist es sehr, sehr schwer, echte Freunde zu finden, so weißt du? Ja, eben. Also in der Schule sagen sie halt einfach, ich wäre ein Fortnite-Kind. Ja, moin, Fortnite-Kind. Also wenn jemand in der heutigen Zeit diese Beleidigung benutzt, also Fortnite-Kiddy oder sowas, um jemanden irgendwie was Böses zu tun, verstehe ich nicht. Fortnite ist schon seit 4 Jahren draußen und immer noch bezeichnet man jemanden als Fortnite-Kiddy. Keine Ahnung, also ich finde Fortnite nice. So bin ich jetzt auch ein Fortnite-Kiddy. Nein, das ist nach Fortnite ein cooles Spiel, aber ich sollte mal wegen dem halt einfach ein so etwas sagen. Also ich bin dir ehrlich, ich glaube, die sagen das nur, weil die neidisch sind, weil die wissen, du bist mega gut und so, weißt du, wie ich meine? Ja, also ich bin nicht meistens, so gut. Meistens wollen die Leute einem etwas Schlechtes oder beleidigen jemand, weil die neidisch auf denjenigen sind, weißt du? Ja. Das ist meistens so, weil die mit sich selbst nicht klarkommen und so, aber ja, was will man machen? Kann man nicht ändern, ne? Einfach ignorieren, so weißt. Aber vielleicht können wir ja Freunde sein. Ja, wieso nicht? Denkst du, wir holen den epischen? Auf jeden Fall. Also wenn wir dran glauben, dann schaffen wir das. Ah ja, warte mal. Aber kennst du mich eigentlich? Ich glaube schon. Wer bist du? Was, wer bist du? Warte mal. Bleib mal stehen jetzt. Schau mir in die Augen. Schau mir mein weißes Gesicht. Kennst du mich? Nein, wer bist du? Warum rennst du weg? Ich habe Angst. Wer bist du? Ja. Ja, okay, dann muss ich die Runde liefern. Ich dachte, du kennst mich. Hä? Hä, wie jetzt? Was, wieso musst du jetzt die Runde liefern? Ja, keine Ahnung, ich dachte irgendwie, du kennst mich, aber ich... Nein, ich
Wieso bist du, was machst du? Bist du TikToker oder was? Ja. Laber mich jetzt nicht voll. Ich hatte schon mal so einen Duo-Mate, der das getan hat, was du gerade machst. Und der hat es die ganze Runde durchgezogen. Ja, okay, vielleicht habe ich einmal vielleicht einen TikTok gesehen. Also du weißt, wer ich bin. Sagen wir es mal so. Ja, aber ich weiß, dass du Flakes bist. Ich weiß, dass du da so YouTube-Videos machst, wie so C-Mix, wie so, oh mein Gott, No Skin und dann schenke ich ihm Skin oder so irgendwas. Ah, okay. Also feierst du nicht, was ich mache? Also ich habe am Anfang gedacht, du wärst ein Soundboard, weil Baum hat richtig komisch geklungen, weil du erst 2 Sekunden später reagiert hast, aber wo ich gesagt habe, Bananenpüree, weil mein Freund ist ja auch, ich weiß wirklich Bananenpüree. Du hast es extra gemacht, damit ich mich wiederhole. Also deine Sachen wiederhole, damit du weißt, ob ich ein Soundboard bin oder nicht. Ja. Ach so. Okay, aber du bist kein Hater. Nein, ich bin Lover. Oh, nein, warte. Nimm das zurück. Okay, ich bin Fan. Ich bin Fan, sagst du? Okay, wird langsam hier unangenehm. Ich würde sagen, wir verabschieden uns mal. Haust rein und wir sehen uns das nächste Mal, okay? Okay. Oder ich glaube, ich bleib doch noch ein bisschen. Okay, danke. Okay, perfekt. So. Dann kann ich vielleicht vor Freunden flexen. Wie vor Freunden? Warum willst du jetzt, wie willst du vor Freunden flexen? Das ist cool. Aha. Guck mal, wir können ja so machen. Du sagst, du hast wenig Freunde oder so, ne? Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber wir könnten ja so machen, wenn das hier eine gute Runde wird, vielleicht holen wir ja den Epischen. Dann könnte ich dich adden. Das wäre doch nice, oder? Oha, also das wäre crazy. Weil es gibt viele... Aber du bist nicht zufällig live, oder? Also live bin ich nicht. Aber so indirekt, also ich nehme vielleicht gerade, ja, wie soll ich sagen, Video auf, ja. Okay, Digga. Aber warte mal, du darfst nicht nervös sein, wir müssen doch den Epischen holen, oder nicht? Ja, Bro. Aber soll ich kein Video machen? Doch. Ich war noch nie in einem richtigen Video, so außer von meinem Freund, der hat, wie gesagt, ein Fortnite-Freund, der hat immer so PS4 gespielt. Mhm. Also auf der PS4 und der hat immer so Livestreams dort gemacht, auf seiner PS4. Und dort war ich halt immer meistens dabei. Ah, verstehe, okay. Das heißt, wenn wir jetzt den Epischen holen, kann ich dich adden, weil viele wollen das immer. Und ich will einfach nicht jeden so adden, weil dann habe ich zu viele Freunde in der Freundschaftsliste. Aber wenn sich jemand die Freundschaftsanfrage hier verdient, dann gerne. Okay, das ist krass, okay, cool. Aber nur weil du korrekt bist, okay? Ja. Also, okay. Ich war vorher in ein paar Duo-Runden, da waren ein paar toxische Leute dabei. Auto? Oh. Okay, das ist hier unser erster Fight, würde ich sagen. Ich schieße da ein paar Eier hin. Ich treffe einfach gar nichts. Oh, die hauen ab. Guck mal, ich hab die verscheucht. Easy peasy. Ah, ich glaube, die wollten nur dieses Ding haben. Ich hätte vielleicht einen Fully Piece noch können, wenn, aber wenn... Ah, die kommen wieder. Die kommen wieder? Ah, der hat eben... Oh, einer ist hier neben mir. Warte. Ja, gönn ich. Der ist hier hinter dem Baum. Du kannst dich healen. Okay, ich komm. Der ist hier hinten, dahinter. Ich weiß nicht, sollen wir den pushen? Oh, du hast jetzt schon gepusht. Ja, das ist der Beste. Das ist der Beste. Oh Mann, das war's komplett, Bro. Das war's komplett, Bro. Digga. Bro, sollen wir einfach noch eine Runde versuchen? Wir könnten halt offensiv landen, aber auch bisschen defensiv, aber nicht so defensiv wie gerade eben, würde ich sagen. Ich muss jetzt richtig reinschwitzen. Sollen wir hier hingehen? Ja. Okay, dann lass mal. Oh, wenn da jetzt jemand landet, dann war es das komplett gewesen. Nein, das landet keiner. Safe? Ja. Ich habe auf jeden Fall eine Shotgun. Zack, dann healen wir uns aber kurz. Aber was ist das für ein Zufall? Also ich habe noch nie sowas... zum Zufall gesehen. Also, dass du einen YouTuber getroffen hast? Ja, einfach so. Ja, das Ding ist, ich mache mir sehr oft random Duos und random Squads, aber viele glauben mir das gar nicht. So, die denken irgendwie, das ist fake oder so. Ich mache das halt nicht wirklich, das ist gestellt. Aber du siehst, das ist purer Zufall, ne? Aber erzähl mal, du wirst jetzt nicht irgendwie gemobbt oder so in der Schule. Das auf jeden Fall nicht, oder? Also das jetzt nicht, aber Beleidigungen kommen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, das Traurige ist, glaube ich, dass es sogar normal ist heutzutage so. Ja, dass also, die Leute einen beleidigen ohne Grund. Aber dass du nicht gemobbt bist, ist schon mal sehr, sehr gut. Also wir könnten im Tresor gucken, ob da vielleicht noch Gut sind sogar ist. Gegner. Wo sind die? Also hier wurde gebaut auf jeden Fall. Ja, wir können mal in den Tresor reingucken. Da ist eine Sniper. Hier unten. Da sind welche, glaube ich, im Tresor drin. Ja. Warte kurz. Oh ja, aber wir müssen vorsichtig sein. Also ich spiele Place alles, ne? Die können da, glaube ich... Ah ja, die sehen uns. Warum gehst du rein, Digga?
Wieso gibt denn mir Mom? Digga, was hast du getan? Ich dachte, du replayst, aber machst vorsichtig. Auf einmal waren die vor dir, Digga. Bro. Ja. Soll ich dich trotzdem adden? Musst du entscheiden. Also du bist ein sehr, sehr korrekter Typ. Ich würde sagen, komm, ich adde dich einfach. Oh, ich will nicht mies sein. Du bist mega korrekt. Ich adde dich. Vielleicht wird's ja ein Video, ich weiß es nicht. Wir hatten eigentlich ein ganz cooles Gespräch. Aber die Fights waren jetzt nicht so krass. Aber dir wird's nichts ausmachen, wenn ich das hochlade? Nein, alles gut. Okay, easy. Willst du irgendwas sagen? Ja, ich grüße meinen einzigen Freund eigentlich, Colin. Also lieber einen richtig krassen Freund anstatt mehrere falsche, sage ich dir einfach mal so. Ich würde sagen, lasst auf ihren Like da unten ein Abo und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, euer Flex. Ciao. Ja. Willst du auch vielleicht Ciao sagen? Ja, ciao Leute.